Ja, mal wieder ein Unboxing-Video von mir. Ich bin ja nicht so der ganz große Unboxer, ihr wisst das, aber bei dieser Uhr handelt es sich um ein Herzensprojekt von mir und deshalb freue ich mich total, das machen zu können. Bei der Gelegenheit mein neues Messer, ein Helle Eggen, sauscharf, wie man hier wahrscheinlich sehen kann, schon direkt geschnitten. Aber wir werden jetzt mal schauen, was sich in diesem wunderschönen Paket befindet, was gestern angekommen ist, was ich tatsächlich einen ganzen Tag habe liegen lassen, um auch wirklich ein Unboxing machen zu können. So, und das mörderscharfe Teil tun wir jetzt kurz zur Seite und schauen, was hier in dem Paket drin ist. So. Luftpolsterfolie, so wie sich das gehört. Wie gesagt, dieses Projekt ist für mich eine Herzensangelegenheit und ich werde da auch noch relativ viel drüber machen. Natürlich ein komplettes Review, so wie sich das gehört, aber auch eventuell einen Besuch vor Ort. Das ist noch nicht ganz terminiert, aber wir werden das voraussichtlich tatsächlich machen. Es handelt sich um Dein Werk. Ihr könnt das hier sehen. Dein Werk ist eine Einrichtung für psychisch kranke Menschen, die dort Schreinerarbeit machen und auch andere Sachen. Und die haben jetzt eine Uhr aufgelegt und das ist Dein Werk Automatik. Und darum geht es. Oh, sehr schön gemacht. Diese Box wird übrigens komplett bei Dein Werk in den Schreinerwerkstätten hergestellt. Ganz, ganz kleine Magnete und auch hier ganz kleine Magnete, die den Deckel magnetisch halten. Aber nicht so stark, dass ich da Angst um eine Uhr hätte. Abgesehen davon ist der Abstand zur Uhr relativ groß, da passiert nicht viel. Eine Geldklammer, die das Heft hält. Auch wirklich eine gute Idee, habe ich so noch nie gesehen. Sehr schön gemacht. Ich gehe auf Dein Werk im Review der Uhr vollständig ein. Nur so viel, eine unglaublich große Fertigungstiefe in Deutschland von Dein Werk. Die Uhr selber, wie gesagt, wird es in den nächsten Tagen ein separates, vollständiges und ausführliches Review geben. Hier nur einen kurzen Vorabblick auf die Uhr und ich muss sagen, sie gefällt mir viel, viel besser, als ich das gedacht hatte und mir vorgestellt habe, als ich die ersten Bilder im Internet gesehen habe. Das ist wirklich eine schöne Uhr, die mir richtig gut gefällt, läuft sofort an, mega gut ablesbar. Und ich packe sie jetzt auch noch mal kurz an meinen Arm und dann war es das auch schon mit dem Unboxing der Dein Werk Automatik. Hey, die finde ich klasse. Ich hätte von den Bildern nicht gedacht, dass sie mir gefällt und dass sie mich irgendwo abholt, wo es ein Haben-Wollen-Gefühl gibt. Hat sich, glaube ich, gerade geändert. Ich finde die Uhr klasse und freue mich jetzt schon total auf das Review. Hier nochmal ein nahes Bild der Uhr, damit ihr euch auf das Review auch freuen könnt.